Scheiße war gestern. Der Time for Metal Podcast. Ein herzerfrischendes Moin Moin und guten Tag hier bei Leise war gestern, dem Time for Metal Podcast. Ich bin Pia und an meiner Seite ist weder der, es ist jetzt ein bisschen weird, weder der Flo, aber irgendwie doch, noch der Kai, aber zwei andere sehr nette Herren, nämlich ein anderer Flo von der Band Lancaster Marin und auch, wie sage ich es, nennt man dich immer noch JP? Manche tun das, ja. Wie du magst. Uns war diese Abkürzung nicht geläufig. Nein? Nein, tatsächlich nicht. Okay. Wir kennen uns seit 11 Jahren, würde ich sagen. Oder? Ja, das kommt hin. Ja, da war es noch JP. Irgendwas hat sich in der Zwischenzeit offensichtlich geändert. Aber wir sind nicht hier, um unsere Historie zu erörtern, sondern wir wollen natürlich ein bisschen über eure Band sprechen und ein bisschen Themenroulette spielen. Ich würde sagen, damit die Zuhörenden euch einmal kennenlernen, stellt euch doch einmal selber kurz vor. Und wir fangen an mit dem Flo. Hallo, ich bin der Flo. Ich bin der, ja, mit Ketzer der Bandgründer von Lancaster Marin. Ich bin der Songschreiber und der Leadgitarrist. Mhm. Ich bin Jan Philipp und ich spiele bei Lancaster Marin den Bass. Wunderbar. Jawohl. Traditionell starten wir immer zum Aufwärmen mit so einer kleinen Runde Themenroulette. Möchte einer von euch erklären, was das ist, oder will ich das eben machen? Ich habe keine Ahnung, ich lasse mich überraschen. Ich weiß es, aber Pia, du kannst es bestimmt viel, viel besser. Ich mache das immer so unfassbar kompakt. Ich versuche mal, es ein bisschen länger auszuführen. Wir starten gleich das Themenroulette. Das schmeißt uns ein Thema raus, über das wir exakt 10 Minuten sprechen. Danach gibt's einen harten Cut, egal ob man im Satz ist oder wie auch immer, einem noch irgendwas auf der Zunge brennt. Man darf zu diesem Thema nie wieder ein Wort verlieren, zumindest nicht in diesem Podcast. Okay. Und das Thema kann alles Mögliche sein aus der Welt des Rock und Metal oder auch in irgendeiner anderen Form artverwandt. Ich starte mal das Themenroulette, den Zufallsgenerator, das war das Wort, das ich vorhin suchte. Das Thema, das wir zuerst besprechen, ist Metal-Influencer. Ich starte den Timer und habe, dadurch, dass ich hier spreche, die wunderbare Möglichkeit zu sagen, liebe Gäste, fangt doch mal an. JP, was hast du? Was fällt dir ein zum Thema Metal-Influencer? Zum Thema Metal-Influencer, da fällt mir spontan der gute alte dunkle Parabelritter ein, der ja irgendwie gar nicht mehr so Metal ist, oder? Das stimmt, der macht jetzt sehr viele Politik-Hintergrundwissen. Genau, der macht eher in Politik, was auch ganz gut ist. Aber ja, irgendwie hat er den Pfad des Metal verlassen. Ich habe das mal eine Weile verfolgt auf seinem Instagram-Kanal. Da wurde auch immer mal wieder gefordert, mach doch mal wieder ein Metal-Interview, Review, wie auch immer, eine Folge dazu, ein Video dazu. Aber er hat gesagt, nee, die Zeit ist vorbei. Ich glaube aber, das Festival macht er noch, das er mal organisiert hat. Ja, das glaube ich auch. Naja, weiß ich nicht. Also es hat ja irgendwie alles so seine Zeit, ne? Und jeder Lebensabschnitt hat vielleicht sein Thema. Und ja, wenn es halt die Musik nicht mehr ist und er sich da in der Politik jetzt wohlfühlt, dann ist ja auch alles fein. Aber ich überlege gerade, wen die sonst noch so kennen. Danach kommt erstmal ganz lange nichts, ne, was so den Bekanntheitsgrad angeht. Da wird es schon ziemlich dünn, ja. Flo, für dich? Nein, das ist tatsächlich so. Also den hätte ich jetzt auch noch so aus dem Hut gezaubert. Ich bin da tatsächlich auch wenig in der Materie. Vielleicht, was so die einzelnen Musiker angeht, die irgendwo ihre Skills vorstellen und so weiter. Da bin ich irgendwo so ein bisschen, ja, firm drin. Oder da würden mir ein paar Namen einfallen, aber so die Influencer. Mir fällt spontan noch ein Gore-Minister. Stimmt. Der macht zu Trödelmärkten ganz viele Videos. Der macht, ich glaube, einmal im Monat ein Review zu einer, also man kann ihm einfach seine Musik zuschicken und wenn er nicht gerade aus allen Nähten platzt, weil er das, glaube ich, wie gesagt, einmal im Monat nur macht, dann bespricht er auch die eigene Musik und macht das auch ganz unterhaltsam, finde ich. Das stimmt, das ist ein lustiger Geselle. Und wo du gerade den Gore-Minister erwähnst,
fällt mir doch noch der gute Ernie Flittenkicker ein von Kraftmucker TV. Jetzt nimmst du mir den einzigen weg, den ich jetzt noch genannt hätte. Ja, okay. Verdammt, sorry. Alles gut. Genau, der Ernie. Ja. Was macht der denn so? Macht der auch Trödelmarkt oder was macht der auf seinem Kanal? Auch Reviews oder so die Standardsachen oder? Na, Ernie referiert gerne über Black Metal und was so momentan sein großes Steckenpferd ist, ist so der neue 80er-Jahre-Heavy-Metal, der so hochkommt. Definitiv, mhm. Ja. Aber er macht auch immer gerne mal Specials über die, ja, ich sag mal, über die alten Giganten, ne? Priest-Special, Maiden-Special und so weiter. Also finde ich auch, er ist da recht breit aufgestellt, würde ich mal sagen. Ja, das stimmt. Sonst würde mir jetzt noch einfallen, es gibt oder es gab mal Morcore TV, also von dem Musikmagazin Morcore, die auch mal eben in YouTube Interviews und so weiter gemacht haben. Ich weiß aber nicht, ob man das jetzt wirklich als Influencer bezeichnen möchte. Und von, wie heißt das Magazin? Sie nennen sich Feuilleton des Heavy Metal oder so ähnlich. Kayo heißt der Host. Und das okay, warte. Es ist Moshpit Passion. Ja. Stimmt. Da gibt es auch die gute alte Vinylstube. Ja. Mit dem Wasser von, sag's mir. Caliban, genau. Das würde ich, oder ihn würde ich vielleicht auch noch so als Metal-Influencer bezeichnen, denn ich glaube, Moshpit Passion ist einfach er, oder? Sind da noch viele andere involviert? Ich weiß es offen gestanden nicht so genau. Kayo auf jeden Fall, aber er redet auch gerne mal von Via. Also nichts Genaues weiß man nicht. Aber da fällt mir gerade noch ein zu Ernie, dass der im Juni ein Buch veröffentlicht. Der gute Mann hat nämlich ein Buch geschrieben. Das heißt, wie heißt es denn? Ich glaube, das Metal Manifest. Ich habe es vorbestellt. Also, jeder, der das hört, bestellt dieses Buch. Mhm. Auf jeden Fall. Es ist bestimmt sehr gut. Es kann nur gut sein. Wenn uns jetzt aber so wenig nur einfallen, woran könnte es denn liegen, dass es so wenige gibt, so wenige Metal-Influencer? Ist die Szene zu klein? Ist das was, was sich irgendwie aus anderen Gründen nicht dafür eignet? Was meint ihr? Also ich glaube, bei mir liegt das tatsächlich eher daran, dass das tatsächlich ein Territorium ist, da kenne ich mich nicht wirklich mit aus. Also ich bin irgendwie, was das angeht, sehr oldschool. Und deswegen, also YouTube nutze ich, ne, wahrscheinlich für Musikvideos und ja, das ein oder andere Tutorial und das war's dann für mich. Also ich bin da tatsächlich nicht so firm drin. Also wie es um die Landschaft da aussieht, wie viele es da so gibt, die aktiv irgendwo da in der Szene unterwegs sind, das kann ich tatsächlich nicht sagen. Mhm. Weil ich es nicht weiß. Ihr da draußen schreibt uns gerne, wenn wir jetzt hier irgendwie den oder die Metal-InfluencerIn übersehen haben. Eine Person, die wir unbedingt kennen müssten, aber offensichtlich nicht kennen. Ja, jetzt werden da draußen mit Sicherheit die Hände über vielen Köpfen zusammengeschlagen. Auf jeden Fall. Und Leute, die dann sagen, was seid ihr denn für Figuren? Wie könnt ihr denn XY nicht kennen? So aber hey, da fällt mir noch Ola Englund ein. Ja. Seines Zeichens Gitarrist bei Feared und The Haunted. Genau. Mhm. Mit eigener Gitarrenfirma. Richtig. Ja, genau. Das bringt mich zu meiner Theorie zurück. Vielleicht kann man in Metal nicht so viel influencen, weil es nicht so viel gibt, was man verkaufen kann. Also was ist so dieses Influencer-Klischee, dass sie einem irgendwelche Produkte näher bringen, ne? Und Product Placement und hast du nicht gesehen. Auf jeden Fall. Das stimmt natürlich. Und wie sinnvoll ist das im Metal? Natürlich kann ich mit Gitarren wahrscheinlich doch den ein oder anderen Euro da noch machen. Hier, wie heißt der aus Kanada? Nick Nocturnal. Mhm. Der haut auch immer richtig, richtig Content raus. Ja, und Tim Henson. Tim Henson beispielsweise. Ja. Auch so ein unfassbarer Gitarrenspieler. Genau. Und noch eine aus Kanada, die ist, glaube ich, Sängerin bei Red Handed Denial. Der Name fällt mir gerade nicht ein. Da muss ich auch passen. Ich auch, tatsächlich. Aber um auf meine Theorie zurückzukommen, vielleicht gibt es einfach zu wenig
was man gewinnbringend so in der Masse verkaufen kann. Und deswegen ist das nicht so ein Bereich, der sich klassisch für Influencertum eignet. Oder wir denken einfach zu falsch und müssen wirklich auf solche Leute eben gehen, die eine Gitarrenfirma haben, die dann eben sagen, hier, ich will hier meine Gitarren unter die Leute bringen und deswegen mache ich ganz groß noch in YouTube und was nicht alles. Aber hey, die Gitarren sind sehr gut. Das muss man ihm lassen, ne? Keine Lust Frage. Sie. Ich sag mal jein. Ich habe gerade kürzlich quasi die Ur-Solar-Gitarre mir zugelegt von Washburn damals noch. Also bevor es die Marke Solar gab, gab es halt bei Washburn praktisch das Ola England Signature Modell, was dann Solar hieß. Also das Design ist 1:1 das gleiche. Und ich denke mal auch Bespielbarkeit, Qualität etc. Ich finde die super. Mhm. Bei mir ist es so, dass ich nicht unbedingt seine Gitarren spiele, aber ich mag den Channel zum Beispiel, wo er diverse Distortion-Pedale vorstellt. Das finde ich immer ganz klasse. Die A- und B-Vergleiche. Dann gab es zum Beispiel eine Sendung mal von ihm, da hat er den Pantera-Gitarrensound nachgestellt mit Amps und Effekten. Das fand ich super cool. Also, ja, da, also ich bin doch tatsächlich auch oft auf seinem Channel, was diese Klamotten angeht. Auch, ja. Auch eine großartige Rubrik, wo du es gerade sagst, fällt es mir ein. Will it chug? Wo er sich halt irgendwelche kleinen Übungsamps hernimmt, die er an seine Gitarre dran stöpselt und gucken, ob da Bums rauskommt. Ja. Hm. Und wie lange es dauert, bis da Bums rauskommt. Mir fällt gerade noch ein aus, ich glaube, St. Petersburg kommt sie, Alex Demteam auf Instagram, macht häufiger mal auch Videos mit ihrer Schwester. Sie ist Millennial und ihre Schwester ist Gen Z und manchmal machen die das so, dass sie so Songs abspielen und dann eben gucken, wer kennt den Song so. Und da auch sonst ganz viele andere Videos mit Metal Around the World und solche Sachen. Das ist immer ganz unterhaltsam. Ja, auch immer spannend sowas. Ja, auf jeden Fall. Mir fällt gerade noch ein, dass das Rockhards, glaube ich, im letzten Jahr angefangen hat, mit irgendwelchen Influencern zu arbeiten. Mhm. Da fragst du mich aber nicht, wie die heißen. Wir müssen jetzt auch aufhören. Da ist der Countdown. Oh, okay. Von daher, selbst wenn du es jetzt hättest beantworten können, wir werden es nie erfahren. Wir sind gerade schon so ein bisschen um die Ecke auf euer Equipment mehr oder weniger zu sprechen gekommen, zumindest auf das Thema Gitarre bzw. Bass. Wollen aber noch mal ein bisschen weiter beim Urschleim anfangen, was eure Band angeht. Euch gibt es seit 2019 und im Vorgespräch haben wir gerade schon festgestellt, 2019 ist so ein ziemlich blödes Datum, wenn man raus in die Welt gehen möchte und die Bühnen dieser Welt bespielen will. Wie habt ihr die Zeit dennoch sinnvoll genutzt? Ja, also man hätte nicht ungünstiger starten können, ne, mit der beginnenden Corona-Pandemie. Ja, es waren keine Live-Shows möglich. Nur das Zusammenkommen von mehreren Leuten wurde untersagt. Also das war eine richtige Scheißzeit. Wir haben die Zeit auf jeden Fall genutzt für Videodreh, Songwriting. Wir haben uns dann trotzdem, als es dann möglich war, sich zu wenigstens zu zweit zu treffen, haben wir die Zeit auch genutzt, haben dann an dem Material gearbeitet, haben uns das drauf geschafft. Und das war ja vom Vorteil, dadurch konnten wir, als es wieder ging, direkt live starten. Genau, wir waren da ziemlich konsequent und gut vorbereitet. Sehr schön. Die ganze Zeit. Auf jeden Fall. Wo habt ihr denn überall gespielt? Also ihr kommt ursprünglich aus Hildesheim, ne? Oder euer Band-Hauptsitz, sage ich jetzt mal, ist Hildesheim. Wir geben immer an, Hannover, Hildesheim, so die, genau, die Ecke. Ja, es waren überwiegend die Gigs tatsächlich in Hannover und Umgebung zurzeit, aber jetzt noch stehen andere Sachen an, wie in Berlin zum Beispiel. Also jetzt geht's auch ein bisschen über die Landesgrenze hinaus. Es gibt ja auch immer so. Es ist ja auch erstmal wichtig, sich im Umkreis irgendwo auch einen Namen zu machen. Ja, definitiv. Dann muss man ja erstmal irgendwo starten und dann kommen so Festivals, die nicht so einen riesigen Namen haben und wo dann auch eben kleinere Bands eingeladen werden und dann geht's halt immer weiter, ne? So ist es. Was war euer
Ansinnen, als ihr 2019 gesagt habt, hey, wir gründen jetzt mal eine Band? Also wie kam es da überhaupt zu? Ja, ich bin genau wie JP. Ich sag das jetzt einfach mal so, ja. Jetzt hast du deinen neuen Bandspitznamen weg hier. Ja, sehr geil. Ja, ich bin auf jeden Fall auch schon sehr, sehr lange dabei. Mache ja seit 96 theoretisch Musik und spiele in diversen Bands. Und immer wieder hast du ja gehofft und versucht, ja, das irgendwie voranzubringen. Dann über die Jahre, der fallen immer wieder Leute weg. Also es waren herbe Enttäuschungen. Und irgendwann war ich mal wieder mächtig frustriert und da hat Cat ja mich gefragt, wir haben uns kennengelernt und ja, sie hat mich dann gefragt, ob wir nicht eine Band zusammen machen wollen mit dem Material, was ich da schon so in petto hatte. Ja. Und so ist das Ganze dann entstanden. Also deswegen, die Lieder der ersten Scheibe, die waren halt eben alle so von mir auch schon ein bisschen vorgegeben, was manchmal auch zu kleinen Kämpfen untereinander geführt hat, ne? So was Gesangslinien angeht. So, ich hatte die im Kopf und ich habe sie ihr dann ja in meiner Gesangsstimme präsentiert und sie hat dann gesagt, oh, das müssen wir nochmal ändern. Ja, so ist das Ganze entstanden und dann wurden nach und nach die Leute dazugefügt. Ja, aber als erstes kam, glaube ich, der Sean, unser Drummer, noch dazu. Und dann warst du, glaube ich, schon der Nächste, ne? Den wir begeistert. Ja, genau. Genau. So war das. Das ist aber recht ungewöhnlich, dass der Schlagzeuger so früh dazukommt. Also ich lese ganz viel, dass Bands einfach nach einem Schlagzeuger suchen, verzweifelt. Das war bei uns auch nicht anders, aber wir haben ihn in seiner vorigen Band live gesehen und waren halt damals schon begeistert von seinen Skills, von seiner Show, die er gemacht hat. Ja, war wirklich unglaublich klasse. Und wir haben ihn nach der Show gefragt, ob er denn noch Kapazitäten hätte, zufällig noch eine zweite Band irgendwie ja parallel am Start zu haben. Und ja, da hat er sich das Material angehört, war für ihn halt auch kein Thema, fand er super und es hat sich dann, ja, leider mit seiner Hauptband hatte sich das dann irgendwann auseinandergelebt, sage ich mal. Und ja, er ist dann einfach fest zu uns gekommen. Das ist auch so ein Schlagzeuger-Ding. Die meisten haben so drei Bands Minimum, ne? Es gibt ja zu wenige. Also wer da draußen gerne in eine Band einsteigen möchte, lernt einfach Schlagzeug und die Leute rennen euch die Bude an. Oh ja. So ist es. Unbedingt. Du hast gerade von einem Debütalbum gesprochen. Euer zweites Album, Dark Mother Rises, ist jetzt gerade rausgekommen, nämlich am 24. März, also erst vor ziemlich genau einem Monat, wo wir jetzt gerade heute sprechen. Was ist beim neuen Album denn anders? Wenn du gerade schon gesagt hast, das erste Album war hauptsächlich, dass du die Songs schon geschrieben hattest und habt ihr bei dem zweiten Album dann viel mehr als Band zusammengearbeitet oder bist du weiterhin der Hauptsongwriter? Das bin ich tatsächlich weiterhin, aber es ist halt schon so, dass man ja in allen Bereichen eigentlich alles nochmal anders gemacht hat. Man hat den Gesang einfach ja aufeinander abgestimmt. Cat hat da sehr viel mehr eingegriffen in die in die Gesangslinien. Wir lachen gerade, weil da eine Katze bei JP in die Kamera geguckt hat. Ich kenne das schon. Ja, das Songwriting an sich halt, die Songs sollten ein bisschen eingängiger werden. Ne? Also man hat so geguckt, was sind die Stärken vom ersten Album. Hat versucht, das ein bisschen, oder ich habe versucht, das ein bisschen ja noch zu intensivieren. Im Studio waren wir in einem anderen, in Hannover, im Institut für Wohlklangforschung bei Hannes Huke. Und das war halt auch nochmal ja ein großer Unterschied tatsächlich zum ersten Album. Ja, doch, wir haben also eigentlich in allen Bereichen tatsächlich was getan. Mhm. Wie hast du dich eingebracht, JP? Na, wie Flo schon sagt, ist er der Hauptsongwriter und macht halt die Songs im Groben fertig und verteilt dann großzügig handgeschriebene Tabulaturen. Jetzt ist es raus. Guitar Pro heutzutage. Ich weiß. Ich sprach vorhin von Oldschool. Genau. Ja, ich gucke mir das dann an und fülle das Ganze dann eben noch so ein bisschen mit Leben, ne? Und auf jeden Fall. Ja, so nenne ich es einfach mal. Pack dann noch irgendwie meine Unterschrift runter oder so. Wenn man das so sagen kann. Eher einen groovigen Bass oder eher einen sehr songdienlichen Bass oder wie würdest du dein eigenes Bassspiel beschreiben? Ich glaube, ich bin schon so ein grooviger Typ. Ich gucke halt immer so nach Gefühl, was dem Song gut tut
beziehungsweise welches Instrument, ob nun die Gitarre oder das Schlagzeug, noch so ein bisschen Fundamentunterstützung braucht. Und dann packe ich das eben so dazu. Aber wenn ich da nochmal einhaken kann, also was für uns halt einfach ein unglaublich, ja, für die Band ein unglaublich großer Vorteil ist, sind die Skills, ja, von Sean als Drummer und halt eben auch von JP. Ja, genau, also unglaublich groovig, aber wenn es denn mal erforderlich ist, dann sind halt eben auch unwahrscheinliche Geschwindigkeiten sind dann da, ne? Und das ist einfach unfassbar geil, weil ja, er spielt halt echt mit Power. Das ist richtig fett. Also ich war bei den Aufnahmen mit dabei. Über die Jahre hat man viele, viele Bassisten kennengelernt und ich muss sagen, ja, das Album klingt halt fett, weil die Musiker es fett eingespielt haben. Das muss ich einfach mal ganz klar so sagen. Und das ist absolut, es ist absolut ein Luxus als Songwriter, wenn deine Mitmusiker, wenn du selber Lieder schreibst und Ideen hast und die Leute über solche Skills verfügen. Na, manche, die würden dir einen Vogel zeigen, wenn du denen sagst, hier spiel mal 16. Triolen auf 200. Die würden dir sagen, Alter, brennst du? Na, und ja, das geht dann halt eben mal so auch im Studio. Also absolut fett. Ja, und wenn sie auch deine Vision irgendwo verstehen oder deine Idee dahinter, ne? Natürlich, das auch, klar. Mhm. Du hast gerade gesagt, und das spannt gerade einen schönen Bogen, Institut für Wohlklang. Wohlklang. Ja. Okay. Ist das einfach der Name von dem Studio oder steckt da noch irgendwas anderes? So heißt das Studio tatsächlich. Das ist richtig. Dann ja. Shoutout, super geiler Name. Absolut großartige Produktionen, großartige Bands, unter anderem, ne, Drone, Embassy, die Grey Knights, also da sind wirklich auch fette Produktionen entstanden. Wirklich sehr, sehr geiles Studio. Ja. Genau, der ein oder andere da draußen wird vielleicht den Namen Willi Dammeier kennen oder ja, auf jeden Fall. Hannes Huke, seines Zeichens auch Gitarrist bei Damnation Defaced. Richtig. Aus Celle, Hannover, wie auch immer. Großartige Death Metal Band. Ja, großartige Musiker, die da arbeiten. Also, ne, also nicht nur Engineer, sondern halt auch Musiker. Also das war eine unglaubliche geile Erfahrung und Bereicherung, in dem Studio gewesen zu sein. Ja, das macht's halt auch so wertvoll, wenn du einen guten Produzenten da sitzen hast, der halt auch selbst Mucker ist und Gitarrist und wie auch immer. Schlagzeug zum Beispiel wurde aufgenommen mit Lukas Katzmann, der ist Schlagzeuger bei Damnation Defaced. Ist halt immer super geil. Ne? Und gerade Hannes ist auch so ein Typ, der viel Tipps gegeben hat, auch teilweise knallhart war. Absolut. Ja, super, total wertvoll sowas. Also sehr, sehr zu empfehlen, die Herrschaften da. Ja, oder vor allem auch generell ins Studio zu gehen, um diesen Austausch zu haben. Denn es ist ja häufig so, dass es dann doch zu Hause eingespielt wird, dass sich zumindest die Band untereinander noch austauscht. Aber Home Recording gibt ja inzwischen auch her, dass man vieles zu Hause einfach machen kann und das dann eben kostensparender ist. Soll man so machen, wenn das die einzige Möglichkeit ist oder wenn das die praktikabelste ist, für eine Band Musik überhaupt aufzunehmen oder auch für den Start und so weiter? Aber ich denke, so ein Studio bringt oder bereichert einen dann doch nochmal enorm. Definitiv. Also ich sehe das so. Ich will das keinem absprechen. Also ne, wer das zu Hause macht, und da gibt's mit Sicherheit auch super geile Endergebnisse und Produktionen, das ist gar keine Frage. Aber für mich persönlich war das ganz wichtig, einfach auch, ja, denjenigen im Nacken sitzen zu haben, der dir sagt, ja, der Take war jetzt scheiße, mach noch mal, du kannst das noch besser. Ich glaube, wenn du das alleine machst oder wenn dich ein Kumpel aufnimmt, dass du da vielleicht doch ein bisschen, ja, vielleicht nicht alles so rausholst, ne, weil du sagst, Mensch, der Kumpel sagt dann irgendwann, ey, boah, der 6. Take, ja, der war geil. Das war in dem Studio halt tatsächlich anders. Da war der 16. Take noch, dass Hannes gesagt hat, mach mal lieber noch mal. Ne? Und das bringt dich als Musiker, also mich persönlich, ich rede da jetzt von mir, das bringt dich als Musiker unglaublich weiter. Da ist man mit dem Gedanken nicht bei dem Bierchen, das man hinterher mit. Absolut. Und das ist kein, ich sage jetzt mal platt, das ist kein Freund, der dir am Nacken sitzt, sondern ne, der ist knallhart und der sagt dir, ja, so und so. Ich fand's super. Wir müssen noch über den Elefanten im Raum sprechen, über euren Bandnamen. Wieso? Ja. Werden wir tatsächlich oft gefragt? Ich mache einfach jetzt nochmal weiter, ja? Ja, klar, mach mal. Ja, die Idee kam halt eben auch von mir. Ich bin halt ein großer Filmfan tatsächlich. Und Lancaster Marin ist halt aus William Friedkins Der Exorzist aus dem Film, aus dem Roman. Das ist quasi der Pater, der die kleine Regan dann, ja, der den Exorzismus vornimmt. Und ich, als der Schauspieler Max von Sydow damals verstorben ist, da gab es diesen Nachruf in den Medien und da habe ich dann, und ich habe mir das durchgelesen und da stand irgendwann, ja, wurde bekannt durch die Rolle des Pater Lancaster Marin. Und irgendwie habe ich gedacht, boah, Alter,
der Name, der hat Eier. Sehr geil. Ich liebe den Film, auch heute noch. Ist ein alter Klassiker, der auch meiner Meinung nach heute noch funktioniert. Ja, ich fand den Namen einfach mega. Und ja, der kam bei Cat auch ganz gut an. Und da waren wir uns dann schnell einig, das soll es sein. Der bleibt auch gut im Kopf, finde ich, obwohl es im ersten Moment so sperrig sich liest. Ne? Aber wenn man es dann einmal so hört, ja, geht der einem auch leicht von der Zunge. Und er hat JP offensichtlich nicht abgeschreckt, in die Band einzusteigen. Auf gar keinen Fall. So. Ich finde den Exorzist ist auch ein super Film. Da bin ich ganz bei Flo. Absolut. Ich habe ihn lange nicht mehr gesehen. Ich glaube, die erste Stunde ist so ein bisschen langweilig und zäh. Ja, sie ist halt atmosphärisch und das ist mal so die Einführung. Also es dauert, ja, natürlich, es dauert schon ein bisschen, bis was kommt und bis der Lancaster Marin überhaupt erstmal auftaucht. Aber dann, finde ich, dann geht es auch echt, dann geht es auch echt voran. Und wie gesagt, ich finde, die Maskenbildner haben ihrer Zeit absolut ganze Arbeit geleistet. Die Maske von Linda Blair, die schockt heute noch. Die ist heute noch meiner Meinung nach richtig, richtig gut geworden. Hm. Da gibt's so ein paar Filme, auch wenn man sich heute die Herr-der-Ringe-Filme anguckt, dann würde man nicht sofort denken, oh, das ist ja ein alter Film. Nee, das stimmt. Das ist immer schön, wenn sowas gut altert. Auf jeden Fall. Ich habe mir gerade die Mittelerde-Box in 4K zugelegt. Bin damit sehr zufrieden. Sehr schön. Hast du die auch in... Also da ist wahrscheinlich Hobbit auch mit drin, oder? Ja, genau. In Überlänge mit der erste Film geht 3 Stunden und so? Ja. Muss auch. Natürlich. Muss auch. Gerade die Rückkehr des Königs geht nur in der Langfassung. Ja, aber hast du Der Hobbit in der Langfassung gesehen? Mhm. Hey, habe ich. Ich habe sie auch alle in der Langfassung gesehen, ja. Okay. Ich fand das ganz schön hart. Man braucht Sitzfleisch, ja? Ja, man muss halt Bock drauf haben, ne? Absolut. Wie auf alles. Ja. Die Poolszene mit den Zwergen ist auf jeden Fall sehenswert. Dafür hat es sich schon gelohnt. Was ich so bisher gesehen habe, ihr habt veröffentlicht zu We Ride the Storm. Ich sprach gerade von leicht von der Zunge gehenden Bandnamen und jetzt kommt dieser Titel. Da habt ihr ein Lyric-Video rausgebracht. Habt ihr noch weitere Videos gemacht oder geplant? Vielleicht auch ein, in Anführungsstrichen, richtiges Musikvideo? Wir haben schon 2 Videos draußen, tatsächlich auch vom ersten Album, der Song Dying. Und jetzt ganz frisch ist auch The Heathen draußen vom neuen Album. Ein Video, auch alles auf YouTube zu finden. Und es gibt ein Proberaumvideo von uns, vom Song Rapture. Das war in der Übergangszeit. Wir hatten ja einen Besetzungswechsel in unserer Historie. Und deswegen sind wir auf dem beispielsweise nur zu 4 zu sehen. Aber es gibt reichlich Videos, Videomaterial von uns zu finden. Super. Für alle, die jetzt sagen, oh, Bandname klingt interessant, die Typen sind vielleicht auch ganz sympathisch. In welchem Sound darf man euch verorten? JP, rede du mal. Du überredet dich hier die ganze Zeit. Ach, na gut. Ich mag ja Schubladen nicht so gerne, aber in unserem Fall ist es gar nicht so schwierig. Also ich sag mal ganz klar Power Metal. Mhm. Ja. Absolut, kann ich. Ja, Melodic Metal, Power Metal, alles gut. Also da kann ich absolut gut mit leben. Genau, ohne symphonischen Schnickschnack. Das ist tatsächlich so. Wunderbar. Ja. Gibt's noch was, was ihr unbedingt loswerden möchtet zu eurer Band oder wollen wir in die nächste Themenroulette-Runde starten? Könnt gerne in die nächste Runde gehen. Oder? Ich bin gespannt. So. Super. Dann starte ich den Zufallsgenerator. Von Kunstblut bis Pyrotechnik, die aufwendigsten Metal- und Rock-Shows. Wer von euch hat eben angefangen? Ich glaube, ich habe angefangen. Du hast angefangen, dann kann Flo jetzt anfangen. Ja, Kunstblut, Pyro-Show. Pyro-Show, muss ich ganz klar sagen, Rammstein. Mhm. Ich glaube, da gibt es, glaube ich, keine Band, die annähernd da dran kommt. Also von meinst du? Von der. Ja, ich habe ja die letzte Tour 2-mal besucht, einmal in Leipzig, einmal in Berlin. Und muss sagen, da wurde gar nicht so viel gezündelt wie früher, in Anführungszeichen. Früher. Okay. Also war so mein Eindruck. Okay. Ja. Also na klar, irgendwie schon, ja, weiß ich nicht.
natürlich waren die großen Effekte am Start, ne? Gerade so zu Sonne, ja, wo dann sämtliche Flammen einfach mal gezündet wurden. War natürlich massiv geil in so einem Stadion. Ja, oder die Flammenwerfer zu mein Teil. Naja, man kennt es, ne? Aber ja, natürlich, es ist definitiv eine der aufwendigsten Shows überhaupt. Und meiner Meinung nach sind Rammstein-Shows halt absolut perfekt. So, was Timing und Planung angeht, ist unfassbar gut. Und gerade wenn es auch mal nicht brennt, dann ist das Licht unfassbar gut. Also, da steckt auch ein Riesenapparat hinter, ne? Ja, ja, stimmt. Mordsmäßig. Das Thema Kunstblut, wenn ich da noch was zu sagen kann, das ist, also da ich ja nicht so im Black Metal beispielsweise beheimatet bin, aber mir fallen da zum Beispiel aus den 80ern die Band Wasp ein. Mhm. Ich bin ein sehr großer Fan von damals Blackie Lawless auch, ne, mit Kunstblut aus dem Schädel trinken und so weiter. Also ja, war damals auch mit Sicherheit ein Schocker. Ich musste spontan an Alice Cooper denken. Der hat unbedingt, oder, ja, ne, mit ich köpfe mich selbst auf der Bühne. Auf der Guillotine, mit der Guillotine, genau. Mm, ja. Ansonsten, so richtig riesige Shows finden ja normalerweise auf Festivals statt. Also wenn ich daran denke, Wikinger-Schiffe habe ich schon auf Bühnen gesehen, Amon Amarth haben das gemacht und Leaves Eyes haben das auch mal gemacht. Ja. Sieht immer sehr imposant aus, wenn da so ein riesiges Teil steht. Braucht aber auch unfassbar lange, bis es aufgebaut ist. Halbe Panzer bei Sabaton. Mhm. Der Schlagzeuger saß quasi in einem sich nach vorne bewegenden Panzer auf der Bühne. Unfassbar. Ja. Ich glaube, Parkway Drive hatten mal ein Drumkit, das sich gedreht hat, sodass der irgendwann auf dem Kopf stand. Das war auch sehr imposant. Das hatten Slipknot auch mal. Und Tommy Lee hatte das Slipknot auch schon. Live-Shows. Ja. Slipknot darf man nicht vergessen, wenn man über aufwendige Live-Shows spricht, glaube ich. Mhm. Oder imposante. Aber das drehende Schlagzeug hatten, meine ich, Motley Crue damals auch schon. Tommy Lee hat auch schon über Kopf gespielt. Mhm. Aber ist auf jeden Fall ein fetter Show-Effekt, ja. Ja, ja, ja. Sonst so sehr skurrile Dinge wie Menschen nackt am Kreuz mit ganz viel Kunstblut. Wer war denn das nochmal? War auch Wacken. Gorgoroth. Ja. Genau. Das war die Show, die in Polen einen großen Skandal ausgelöst hat, in den Nachrichten und überhaupt. Was die bibeltreuen Christen da gar nicht gut fanden. Okay. Hat nicht Nergal, weil du gerade Polen sagst, er ist, glaube ich, Pole, hat er nicht auch mal Bibeln auf der Bühne verbrannt? So wie wieder bei Pyro. Ja, das kann sein. Also er hat auf jeden Fall, meine ich, in irgendeinem Video Seiten aus der Bibel rausgerissen und ins Klo geschmissen oder irgendwie sowas. Mhm. Weiß ich nicht, ich kann mich täuschen, aber auch da gab es medialen Aufschrei in Polen. Wie so oft. Mhm. Bleiben wir doch mal beim Black Metal, wo wir gerade bei Gorgoroth waren. So. Gerne. Sag ich noch Mayhem und Schweineköpfe. Mhm. Ich habe gerade kürzlich ein Buch gelesen, über Mayhem, diese Live in Leipzig-Geschichte. Wie heißt es denn noch gleich? Wie ich den Black Metal nach Ostdeutschland brachte, genau. Das hat nämlich der Booker geschrieben, der damals Mayhem für Leipzig gebucht hat, 91. Und Mayhem wollten unbedingt Schweineköpfe haben. Und dann hat der gute Mann gesagt, ja, okay, dann gehe ich mal los, gehe ich zum Schlachter und frage mal, ob die Schweineköpfe haben. Hatten sie, allerdings nur halbe. Dann hatte er, ich glaube, 6 halbe Schweineköpfe gekauft, war dann noch im Kurzwarengeschäft und hat sich Nadel und Faden besorgt. Und hat dann auf einer Zugfahrt die Schweineköpfe zusammengenäht. Ja, das ist wieder ganze geil. Köpfe waren, ja. Die haben dann, glaube ich, auch 3 Shows gehalten, irgendwie. Naja. Gut. Was gab's noch für große Shows? Ich muss gestehen, dass ich wenig diese ganz, ganz, ganz großen Rockbands, also Metallica Live-Show habe ich mir, glaube ich, noch nie irgendwie angeguckt. Also weder auf DVD noch wirklich live. Von daher kann ich da herzlich wenig zu sagen. Man also, muss so eine Schublade drunter jetzt mal auf Festivals überlegen, was es da noch so gibt. Also ich finde Maiden-Shows immer super. Danke. Gerne. ja, gerade die wechselnden Outfits von Bruce Dickinson, die wechselnden Backdrops zu jedem Song. Eddie, der über die Bühne läuft. Eddie, weiß ich nicht, die aufblasbaren Figuren zu Number of the Beast. Ja, macht halt einfach Bock.
Und ich muss noch mal eine Lanze für Metallica brechen. Ich habe sie bei den Big Four gesehen. Und ich muss sagen, ja, wer jetzt erwartet da Metallica? Es gab mit Sicherheit den einen oder anderen, der gesagt hat, oh ja, yeah, Nothing Else Matter, Metallica kenne ich. Dem ist absolut nicht so. Die haben live in diesem Package also wirklich abgerissen. Ne? Bei Metallica kann man jetzt streiten. Und kann, ne? Das ist natürlich ein immer gerne genommenes zweischneidiges Schwert. Aber live waren Metallica eine Macht. Punkt. Mhm. Muss ich einfach wirklich sagen. Auch wenn Slayer da mitgespielt haben und Lombardo als Drummer, da kommt auch nicht viel dran. Na, da kann der Herr Ulrich nicht mithalten. Und trotzdem war es ein mega fettes Konzert. Und sie haben wirklich die ganzen Thrash-Songs, also die alten Sachen gespielt. Es war sehr geil. Wen man sicherlich noch nennen muss, ist Gwar, die mit allen möglichen Farben und Pseudoflüssigkeiten durch die Gegend spritzen. Oder auch Lordi mit den sehr aufwendigen Kostümen. Gwar ja auch mit Kostüm. Auf jeden Fall. Also Lordi live, der Schweiß lief aus dem Ärmel. Also ist bestimmt eine Herausforderung in diesen Klamotten, bei Gwar natürlich genauso, in diesen Klamotten live zu performen. Mhm. Respekt. Ich zieh das Ganze nochmal aus einer anderen Richtung auf. Ein großes Konzert muss ja auch nicht immer groß sein im Sinne von Größe, sondern vielleicht auch von großer Atmosphäre. Mhm. Oder ja, große Atmosphäre, die halt transportiert wird durch die Band. Das ging mir persönlich vor vielen Jahren mit Primordial so. Mhm. Fand ich unglaublich geil. Und gerade Alan Averill, der Frontmann, ja, hat so eine unfassbare Bühnenpräsenz einfach. Das ist großartig. Also wer Primordial mag und sie noch nicht live gesehen hat, unbedingt angucken. Mhm. Wo du das gerade sagst, das fällt mir noch Alcest ein. Das ist eine Post-Black-Metal-Band. Und ich habe die mal gesehen in so einer, das wirkte eher wie so eine Turnhalle. Also es wirkte überhaupt nicht, als würde es in irgendeiner Art und Weise zusammenpassen. Aber die haben es trotzdem geschafft, dass die Leute in der ersten Reihe Rotz und Wasser geheult haben. Also sie haben es eben hingekriegt, wirklich die Atmosphäre ihrer Musik überall hinzubringen. Ja, das ging mir in der Tat auch so. Ich habe die gesehen Anfang 2020, bevor diese ganze Pandemiekacke losging, in Hannover im Kapitol. Und es war auch fantastisch, ganz fantastisch. Oder die großartige Doom-Metal-Band Ahab. Die haben im Januar ein neues Album veröffentlicht und haben ein Release-Konzert in Braunschweig gespielt, in der Kirche. Mit Gast Ernie Fletenkicker, der zwischen den Songs aus Büchern gelesen hat. Passagen aus Moby Dick zum Beispiel oder 20.000 Meilen unter Meer. Mhm. Das war ein Wahnsinnskonzert. Geiles Licht, ultra brachialer Sound. Also wirklich unfassbar gut. Atmosphärisch ohne Ende. Ich komme nochmal auf Herr der Ringe zurück. Ich habe im Völkerschlachtdenkmal in Leipzig beim Wave-Gothic-Treffen gesehen, wie ein kleines Orchester dann auch den Soundtrack von Herr der Ringe gespielt hat. Das war auch der Hammer. Sehr schön. Magic Moments. Ja, absolut. Ja. Oder was ich auch sehr cool fand, Nightwish haben das mal gemacht, dass sie nicht eben mit Feuer was gemacht haben, sondern mit Wasser, nämlich dass bei Nemo dann auf einmal ein ganz großer Wasserfall vor der Bühne runterkam. Oder jetzt wieder Feuer in Flames, Klassiker, Pyroshow mit ordentlich Feuerwerk. Immer schön, wenn sie... Oh, stopp. Okay, Satz darf ich nicht beenden, so sagen es die Regeln. Vielen, vielen Dank, dass ihr hier von euch so viel erzählt habt und auch zwei Runden Themenroulette gespielt habt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Absolut. Wow. Auf jeden Fall. Vielen Dank, Pia. Ja. Wo findet man denn mehr zu euch, wenn man reinhören möchte? Wo findet man euch auf Social Media? Was muss man da suchen? Man findet uns auf allen einschlägigen Portalen. Wir haben eine Seite auf Facebook, auf Instagram. Wir sind auf Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer. Und man kann natürlich auch überall unsere CDs kaufen. Über Bandcamp beispielsweise. Genau, Bandcamp, ja. Amazon, Mediamarkt, Saturn. Oder Nuklear vielleicht auch in eurem Plattendealer nebenan. Wunderbar. Dann habt ihr jetzt noch die große Ehre, euch unseren Outro-Song zu wünschen. Was sollen wir denn jetzt im Anschluss an diese Folge für einen Song spielen? Wenn ich deine Idee mal aufgreifen darf, Hammerfall, Dragon Lies Bleeding. Würde ich
Immer ein guter Griff, ja. Ist auf jeden Fall ein gemeinsamer Nenner von uns. Ja. Alles klar, dann nehmen wir den. Euch nochmal vielen Dank fürs hier dabei sein und euch da draußen vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Tschö.